Unter mir rauscht der Lech. Sieht ganz schön wild aus, aber ich will da rein. Okay, Leute, bei drei springe ich. Ihr zählt mit. Eins, zwei, drei. Oh, Leute, es ist echt ganz schön kalt. Wir tauchen heute in den Fluss ein und schauen uns mal an, wer hier so alles lebt. Aber natürlich fangen wir von vorne an. Also, ich meine von oben, nämlich bei der Quelle. Für euch gibt's schon mal die ersten coolen Infos. Für mein wildes Abenteuer habe ich mir einen Fluss mitten in Europa ausgesucht. Der Lech entspringt in Österreich. Von hier fließt er durch die Alpen, überquert die deutsche Grenze und mündet nach 264 Kilometern in die Donau. Auf seinem Weg schlängelt er sich durch tiefe Schluchten, die er über Jahrtausende in die Felsen geschnitten hat. Dort, wo der Mensch ihn gezähmt hat, fließt der Lech in geraden Bahnen. Lässt man ihm freien Lauf, verändert er sich ständig. Denn ein Fluss trägt das sogenannte Geschiebe mit sich. Kies, Sand und Geröll aus den Bergen. Wo es sich ablagert, entstehen Inseln und Kiesbänke. Hier können seltene Vögel wie der Flussregenpfeifer brüten. Samen von Alpenblumen werden angeschwemmt und blühen auf den Steinen. Unter Wasser entstehen geschützte Bereiche für Fische wie die Bachforelle. Hier am wilden Lech beginnt mein Abenteuer. Oh, meine erste Aufgabe. Finde eine Riesenspinne am Flussufer. Dr. Spider wartet im Naturpark Tiroler Lech. Riesenspinne. Aber gut, dann mal los. Der Weg zu meiner ersten Aufgabe führt mich stellenweise vom Fluss weg über weite Almwiesen. Bestimmt geht es gleich wieder runter an den Lech. Moment. Wildwasser schwimmen? Cool. Und wieso laufen, wenn man auch schwimmen kann? Hallo. Ja, hallihallo. Hi, ich bin die Pia. Ja, hey. Ich bin der Christian. Hi Christian. Du, ich habe eine Aufgabe bekommen und zwar muss ich in Naturpark Tiroler Lech. Jawohl, da ist aber noch einen weiten Weg vor dir. Du. Ja, ich habe mir gedacht, ich könnte ein Stück im Fluss schwimmen. Ja, ist eine super Idee. Kann ich da jetzt einfach so reinspringen? Nein, nicht wirklich, weil der Lech ist richtig kalt und hat einige Tücken da auf dem Weg. Ja. Bist du mit mir mit? Ja, voll gerne. Cool, dann ziehen wir uns warm an und ab die Post. Rein in die Wildwasserausrüstung. Hier muss ich gleich durchschwimmen. Wildwasserguide Christian erklärt mir, worauf es ankommt. Er ist schon unzählige Male im Lech geschwommen. Okay, Leute, jetzt geht's los. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das wird cool. Okay, Leute. Ganz schön frisch. Hey, schön auf den Rücken. Ja, lass dich ein bisschen treiben lassen. Ja, perfekt, super. Probe Schwimmen bestanden. Jetzt geht's weiter den Lech hinab. Im Wasser merke ich erst, was für eine enorme Kraft in so einem Wildfluss steckt. Mein Ritt auf dem Lech macht total Spaß und ich komme meiner ersten Aufgabe näher. Christian begleitet mich ein Stück Richtung Naturpark Tiroler Lech. Vor einer besonders wilden Stelle müssen wir raus aus dem Wasser. Jetzt musst du Fuß gehen, gell? Oh nein, wirklich? Ja, so kriegst du. Ja gut, vor lauter Spaß habe ich auch vergessen, dass ich ja noch zu meinen Riesen spinnen muss. Mittlerweile bin ich im Naturpark Tiroler Lech angekommen. Hier irgendwo soll ich Dr. Spider und die Riesenspinne finden. Hallo! Hallo Pia, grüß dich! Ich komm mal zu dir rüber! Hi! Grüß dich! Du bist also der Dr. Spider. Genau, richtig. Wie bist du zu dem Namen gekommen? Naja, den habe ich mir selbst gegeben, nachdem mich viele Leute Spider-Man oder Spidey genannt haben. Und durch das, dass ich Spinnenforscher bin, habe ich dann einfach gesagt, ja, Dr. Spider hat doch niemand. Passt. Das hört sich auch gut an. Ich habe ja eine Aufgabe bekommen und soll eine Riesenspinne finden. Mhm. Gibt's hier welche? Ich hoffe, wir finden eine. Wo suchen wir denn jetzt eigentlich am besten nach der Spinne? Ja, wir gehen jetzt am besten den Flusslauf darunter und schauen,
Nach dieser Spinne. Boah, das ist ja ein Monsterteil. Ja, die Flussufer-Riesenwolfspinne, oder ich nenne sie Ufertarantel. Und sie ist, wie du siehst, riesig. Schön groß. Ja. Hier sollen Spinnen leben? Nach was soll ich denn eigentlich gucken? Also das hier ist jetzt so der Lebensraum. Ja. Von der Ufertarantel. Ja. Maximal 1,5 Meter vom Wasser entfernt. Und wir gehen jetzt da mal langsam und schauen, ob wir irgendwas laufen sehen. Ja. Und bei größeren Steinen können wir ja dann einmal unter den Stein schauen. Gut. Solche Schotterbänke wie hier im Wilden Lech gibt es in unserer Natur nur noch selten. Deswegen ist auch die Flussufer-Riesenwolfspinne selten geworden. Da ist nix. Und nicht erschrecken sollte eine drunter sein. Ja, das sagst du so einfach. Ah, da, schau mal. Ah, ja. Das ist die kleine Flussufer-Wolfspinne. Das ist eine andere Art. Das ist klein, die ist doch auch schon ganz schön groß. Ja, wobei die Ufertarantel, die wird dreimal so groß. Ja. Sag mal, warum fühlen die sich hier eigentlich so wohl? Haben die keine Angst vorm Wasser? Na, die sind perfekt angepasst. Die können sogar übers Wasser laufen und notfalls sogar untertauchen. Boah, eine Spinne, die übers Wasser laufen kann und auch noch tauchen. Habe ich ja noch nie gehört. Die Spinnen haben am Fluss noch einen Überlebenstrick. Sie graben sich Wohnröhren in den Sand. Bei Hochwasser verkriechen sie sich darin. Ich habe eine. Nein. Hier, schau. Boah, da ist eine. Ist ja riesig. Ist sie nicht schön? Ein bisschen schön ist sie schon. Ein bisschen. Meinst du, wir können sie uns ein bisschen näher noch anschauen? Ja, ich würde ja sogar gerne zeigen, dass sie schwimmen kann. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Jetzt krabbelt sie auch weg. Ja. Hast du sie? Ja, ich habe sie. Boah, darf ich sie mal nehmen? Bitte. Wow, Leute, schaut mal. Die ist echt ganz schön groß. Ist die eigentlich giftig? Die ist giftig, ja. Echt? Wie fast alle Spinnenarten hat auch die Giftdrüsen. Oh nein. Um die Beute zu lähmen und wenn die mich jetzt beißen würde, würde mir das was ausmachen? Nein. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass die dich beißen würde. Okay. Wollen wir es ausprobieren? Nein. Jetzt lassen wir sie erst mal schwimmen und dann schauen wir. Dann setzen wir sie mal rein. Schupp. Ui, ja. Boah, die ist ja richtig flink auf Geht dem Wasser. Nicht runter. Warum kann denn die eigentlich so gut schwimmen? Die hat gewisse Haarstrukturen an den Beinen und am Körper und aufgrund dessen geht sie nicht runter. Ja, und jetzt, wo ich sie mir so anschaue, muss ich sagen, sie ist doch echt schön. Und ich muss ja auch noch meine Aufgabe lösen und ein Foto machen von der Spinne. Das wäre ja der perfekte Zeitpunkt, um sie auf die Hand zu nehmen, oder? Ja, glaubst du, schaffst es? Ja, ich probier's. Foto. Leute, ich habe mich echt getraut, eine Flussufer-Riesenwolfsspinne auf die Hand zu nehmen. Okay, ich lasse sie wieder rein. Aber sie war drauf. Ich habe somit meine Aufgabe gelöst. Danke, Gernot. Boah. Gut gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Spinnen hätte ich nicht unbedingt am Fluss vermutet. Dabei braucht die Ufertarantel genau so einen unverbauten Wildfluss wie den Tiroler Lech. Das breite Flussbett mit den weit verzweigten Seitenarmen ist für viele verschiedene Arten ein idealer, aber selten gewordener Lebensraum. Oh! Aufgabe! Sammle einen Flussbewohner mit 10 Beinen. Hanna hilft dir. Sie wartet flussabwärts. Ich bin gespannt. Dann mal los. Mittlerweile bin ich flussabwärts an einem kleinen Seitenarm des Lech gelandet. Hi, Hanna. Hallo, Pia. Ich habe ja die Aufgabe bekommen, einen Flussbewohner zu sammeln, der 10 Beine hat. Und ich habe auch schon eine Vermutung. Eine Spinne ist es nicht, die hat 8 Beine. Insekten haben 6. Aber es könnte ein Krebs sein. Genau, richtig. Hier in unserem Bach leben Flusskrebse, genauer gesagt Steinkrebse. Der Steinkrebs ist unsere kleinste heimische Flusskrebsart.
Hanna ist Biologin und erforscht das Leben der Zehnbeiner. Für ihr Projekt an der Uni Innsbruck will sie heute welche sammeln und ich darf ihr dabei helfen. So, hier sieht es schon nach einer guten Stelle aus. Dein Kescher hast du bereit? Habe ich bereit. Wir fangen jetzt an, Steine umzudrehen. Und am besten hältst du den Kescher hinter den Stein. Ja. Dass, falls einer wegflitzt, er in den Kescher reingeht. Alles klar. Okay. Dann probiere ich's mal. Viel Glück. Nix. Mist. Ah, doch. Ich hab einen. Hast du einen? Der ist ja riesig. Und Flusskrebse flüchten immer nach hinten. Ah, immer nach hinten. Oh genau. Nein, ich habe einen gefunden, aber der ist mir abgehauen. Den kriegen wir noch. Warte. Hast du ihn? Ich habe ihn. Ah, cool. Dann schaue ich doch gleich mal, ob er 10 Beinchen hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihm fehlt die rechte Schere. Das passiert öfter bei Steinkrebsen. Das ist nicht so schlimm, weil die wächst nämlich wieder nach. Die wächst wieder nach? Mhm. Wie denn das? Wie du vielleicht weißt, häuten sich Krebse. Ja. Und bei der nächsten Häutung wächst eine kleine Schere wieder nach. Das ist ja klasse. Genau. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall schon einen Flussbewohner gefunden. Aber er hat leider nur 9 Beinchen. Das heißt, die Suche geht weiter. Steinkrebse sind für unsere Flüsse und Bäche sehr nützlich. Sie fressen abgefallenes Laub, kranke Fische und Aas. Wo sie leben, ist das Wasser kalt, klar und sauber. Steinkrebse sind also ein Zeichen für gute Wasserqualität. Hab ihn! Hanna, ich hab einen! Yes! Schau mal! So, jetzt zähle ich aber als erstes mal die Beinchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt! Und warum schlägt er immer so mit seiner Schwanzflosse? Weil er flüchten will. Der will im Wasser abhauen und die flüchten rückwärts. Ah, ja, und klar. Schlagen mit dem Schwanz, um sich sofort zu bewegen. Sag mal, wofür sammeln wir die eigentlich? Das ist ein Artenschutzprojekt und unser Ziel ist es, die Krebse zu züchten und dann wieder in Tirol anzusiedeln. Das heißt, es gibt nicht mehr viele? Leider, in den letzten Jahren wurden gar keine einzige Population mehr nachgewiesen von dem Steinkrebs. Das heißt, die sind ausgestorben? Genau, in Tirol. Es liegt zum einen daran, dass Flüsse und Bäche immer häufiger verbaut wurden und dass den kleinen Krebsen einfach der Lebensraum fehlt. Mhm. Und zum anderen liegt es auch daran, dass immer mehr eingeschleppte Arten den Lebensraum besiedelt haben und die verdrängt haben. Das heißt, Krebse aus dem Ausland? Zum Beispiel aus Amerika eingeschleppte Krebse, die leider sich ein bisschen besser fortpflanzen, mehr Eier haben und einfach ein bisschen stärker sind. Und die schaden unserem Ökosystem sehr, weil sie unseren Einheimischen verdrängen. Und so sieht der Signalkrebs aus. Mittlerweile ist er in ganz Europa verbreitet. Aber wenn du sagst, ihr züchtet die, dann brauchst du ja auch Männchen und Weibchen, oder? Genau, damit sie sich fortpflanzen können. Woran erkenne ich denn jetzt, ob ich ein Männchen oder ein Weibchen habe? Vergleich mal die Scheren. Hier haben wir sehr große, breite Scheren. Ja. Und unter dem letzten Beinpaar findet man das Begattungsorgan. Das sind diese 2 Schläuche hier. Hat es deine auch? Nee, bei mir sehe ich nichts. Und die Scheren? Sind auch kleiner als die von deinem. Das heißt? Ich habe ein Weibchen. Genau. Sehr schön. Dann haben wir eigentlich schon ein Pärchen gefunden. Genau. Die können wir in den Eimer setzen. Wir sammeln weiter Krebse. Die nimmt Hanna mit an die Uni und hofft, dass sie dieses Jahr wieder viele kleine Krebsbabys bekommt. So. Boah, Hanna, jetzt haben wir echt schon ein paar gefangen. Müssten so um die 15 Stück sein. Reicht dir das schon? Das waren wir schon erfolgreich, aber leider reicht's noch nicht. Da hast du noch was zu tun. Genau, ich werde noch ein bisschen suchen. Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. So, du schaust doch gut aus. Mach mal gleich noch ein Foto. Einmal schön in die Kamera grinsen. Aufgabe 2 gelöst. Der Flussbewohner mit 10 Beinen ist der Steinkrebs. Hoffentlich wuseln bald wieder viele davon im Lech herum. Oh, meine nächste Aufgabe. Fange eine Nase. Einen Moment. Hab eine. Oh, noch was. Die gesuchte Nase hat Flossen. Am Mädelelech wartet Reinhard. Eine Nase mit Flossen.
Ich bin gespannt. Ich mache mich mal auf den Weg und für euch gibt's noch mal ein paar Infos über den Lech. Kurz nach der Grenze zu Deutschland stürzt der wilde Fluss in den Lechfall. Ein vor über 200 Jahren erbautes Stauwehr. Ab hier ist der Lech ein ganz anderer Fluss. Der Mensch hat ihn gezähmt und umgebaut. Angefangen mit Staustufe Nummer 1, dem Forgensee, besteht der Lech auf der deutschen Seite aus einer Reihe von Stauseen mit insgesamt 30 Wasserkraftwerken. Das sind gewaltige Eingriffe in den natürlichen Lauf eines Flusses. Und sie beeinflussen das Leben von Tieren und Pflanzen am und unter dem Wasser. In diesem Abschnitt des Lechs hat der Fluss kaum Seitenarme. Mit einer Ausnahme, dem Mädelelech. Da muss ich hin. Hallo, ich suche den Reinhard. Ja, hallo. Hi, da bist du. Ich komme mal zu dir runter. Willkommen am Mädelelech. Ja, schön ist es hier. Bisschen wie im Dschungel. Ja, so ähnlich. Ja, Reinhard, ich bin ja auf der Suche nach einer Nase. Und sie hat Flossen. Ja. Also gehe ich mal davon aus, dass es ein Fisch ist. Es gibt einen Fisch, der heißt Nase. Okay. Ist sogar Fisch des Jahres, 2020. Aber die Gefahr ist natürlich, dass wir keine Nasen hier finden werden, weil die Nase sehr stark bedroht ist. Und genau deshalb sind Reinhard und seine Männer vom Fischereiverein Meitingen hier. Sie pflegen den Mädelelech und kontrollieren die Entwicklung der Fischbestände. Die Fischer bemühen sich, hier unterschiedliche und seltene Fischarten wie die Nase zu erhalten. Was ist denn heute eigentlich genau unser Plan? Schaut auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Da gibt es eine spezielle Methode, das ist das Elektrofischen. Ist auch gefährlich tatsächlich. Ja. Wasser und Strom passt natürlich nicht so richtig zusammen. Und deswegen braucht man natürlich zum einen eine Prüfung, man muss wissen, wie man das macht. Und man braucht auch eine Erlaubnis dafür, weil Elektrofischen an sich ist eigentlich eine verbotene Fischmethode. Und wir dürfen das, weil wir eben dieses Bestandsmonitoring machen. Ich darf dabei sein. Allerdings brauche ich eine Schutzausrüstung. Nur mit Warthose, speziellen Gummihandschuhen und Warnweste darf ich ins Wasser. In dem Beiboot ist die nötige Ausrüstung. Ein großer Eimer mit frischem Wasser für die gefangenen Fische und ein Elektroaggregat. Die Fische werden betäubt, aber schwimmen auch aktiv sogar auf den Kescher hinzu. Und dann ist es ganz einfach, die Fische aufzusammeln. Das tut denen dann also auch nicht weh, die wachen dann wieder auf. Ja, das ist nur ganz kurz. Es kommt auf die Größe an. Je kleiner, desto schneller wachen sie eigentlich auf. Sogar nur nach wenigen Sekunden. Und die größeren kann vielleicht mal eine halbe Minute oder eine Minute dauern. Los geht's. Das Elektroaggregat wird angeschmissen und macht jede Menge Lärm. Jetzt hat Fischer Hubert Strom auf seinem Kescher und kann die Fische ganz so einfach aus dem Wasser holen. Ich bekomme auch einen Kescher, allerdings ohne Strom. Uns gehen viele verschiedene kleine und große Fische ins Netz. Was, Norschi? Der Fang wird gezählt und Schriftführer Max bestimmt und notiert die verschiedenen Fischarten. Dann fangen wir einen großen Aal. Den erkenne sogar ich. Schaut mal, Leute, was wir alles gefangen haben. Einmal einen sehr, sehr großen Eitel, so ausgewachsen. Boah, der ist echt riesig. Der ist richtig groß. Wie groß ist der? 45 cm. Haben wir den notiert? Ja. Ordentlich, dann lassen wir ihn gleich wieder frei. Wahnsinn. Das ist eine Bachforelle, das erkenne ich. Genau. Aber relativ schlank. 43 cm. Die Bachforelle hat den Fang gut überstanden. Ja, eine Nase ist leider nicht dabei, oder? Also zumindest auf den ersten Blick habe ich keine gesehen. Wir haben ganz viele verschiedene Fischarten gefangen, insgesamt schon 14 Arten. Das ist gut, oder? Das ist richtig gut. Ein paar fehlen uns noch, wir würden gerne noch ein paar dazu fangen. Aber wir haben noch eine Strecke zu fischen. Weiter geht's mit der Befischung. Im Mädelelech sind enorm viele Fische unterwegs. Denn hier finden sie alles, was sie brauchen. Gute Laichplätze, Bereiche, in denen Jungfische ungestört aufwachsen können und ausreichend Nahrung. Dieses Nebengewässer des Lech ist also super wichtig, damit sich hier eine Vielfalt an Fischen erhalten kann. Dann geht ein fetter Hecht ins Netz. Der ist schön groß, soll hier aber nicht sein. Denn der Raubfisch frisst die Jungfische. Er wird später umgesiedelt.
Und plötzlich... Ist es eine? Ja. Eine Nase. Okay, Reinhard, da ist eine Nase drin. Jetzt müssen wir sie nur finden. Vielleicht nehmen wir mal die Fische raus, die wir eh wieder zurücksetzen. Ja. Oh, eine tolle Barbe. Wow. Schauen wir mal, was die für tolle Batteln hat. Sehr ganz schön. Toll. Für was sind die denn da? Die hat als Geschmacksorgan. Ach so. 58 cm. Riesig. Und weg ist die Barbe. Das ist sie, oder? Da? Ja. Das ist meine Nase. Darf ich sie mal nehmen? Ja, klar. Schaut, man erkennt richtig die große, dicke Nase. Genau, das ist so ein Buckel am Oberkiefer. Und die wird wahrscheinlich noch größer, wenn die Nase noch größer wird. Ja, und die soll größer werden und sich vermehren. Sehr gut. Nasen waren früher in vielen unserer Flüsse anzutreffen. Heute sind sie selten geworden, weil Flüsse verbaut sind und es kaum mehr Nebengewässer wie den Mädelelech gibt. Dann lassen wir sie gleich zurück ins Wasser, aber zuerst muss ich noch ein Foto machen mit der Nase. Mhm. Wo ist es? Da ist es. Aufgabe 3 gelöst. Ich habe eine Nase mit Flossen gefangen. Und dann geht's zurück in den Mädelelech. Schwupp. Im Lech kann man übrigens auch super baden. Natürlich sollte man dabei auf Strömungen achten. Also Leute, ich habe heute gelernt, wie vielseitig so ein Fluss wie der Lech sein kann. Hier steckt jede Menge Leben, das man nicht auf den ersten Blick sieht. Deswegen lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Ich werde jetzt noch eine Runde schnorcheln gehen und freue mich schon auf unsere nächsten Abenteuer in der wilden Natur. Tschüss!